Ihr habt so gewollt. User disconnected from your channel. Hallo? Hallo, bin ich. Hallo. Heißt nur, immerhin. Also du kannst, wenn du die rechte Maustaste gedrückt hältst, deine Hand drehen, Sigi? Achso, das ist so. Das habe ich glaube ich schon mal in Oculus Rift Video gesehen. Ah, okay, drehen. Das kannst du auch mit der Linksteuerung von Razer spielen, der mit der Mission Luftsteuerung da. Weil Nintendo Wii. Ach du Scheiße, du musst ja auch noch sämtliche Finger. Okay. Ich will mal da zurück, Alter, wir gehen jetzt zurück. Ah, das ist back, ne? Wie sind die Aussteller? Nein! Ja, das ist zu schnell. Ja, das ist gut. Oh. So. Moin. Das ist gut. Alles klar. Wo geht's los? Wo geht's denn los? Gute Frage. Ah ja, du musst auf diesen Notizblock zurückgehen, aus der Zone raus. Was muss ich? Auf den Notizblock aus den Optionen raus. Ah. Startest du auf den Notizblock, die Mission. Ah, Herzraum. Okay. Der Dörp. Wie scheiße, als Linkshänder, Rechtshänder. Ja, ja. Das hab ich mir auch gerade gedacht. Kannst du Hand wechseln? Die Scheiße darunter. Gibt doch einen Rechtshänder-Modus. Linkshänder-Modus. Was ist los? Ist das Truff oder was? Bin ich schon. Das ist entdeckt, Ziggy. Was ist jetzt kaputt? Boah! Was soll denn? Hilfe! Ja, Spitze. Wie kann ich denn was packen, Alter? Du musst alle Finger halt zusammendrücken, also die Hand runter tun und die Finger zusammendrücken. Dann hast du es gefangen. Ach, A ist kleiner Finger. Ah, okay. Genau, A, W, E, R und Space. Space für den Daumen. Ja.
hab irgendwas. Spritze. Kannst dich mit der. Es gibt eine Spritze, die macht dich heil, und die andere Spritze ist quasi das Gegengift. Also, wenn du es schaffst, dich. du entstimulieren, wird dein Bild auch wieder normal. Oh oh. Du hast übrigens auf dem linken Tisch auch noch. Das Game ist so geil. Ich hab. Ah, ich hab sie gefunden. Die lassen wir mal hier liegen. Der ist auf dem Boden oder warum? Ja, ist er. Er hat sich diese Spritze reingefahren aus Versehen. Was muss er denn machen? Ich muss. Das ist denn sein Scheiß Herz, oder? Herz, ja. Ja, deswegen einfach Rippen raus, mein Herz. Oh, warte mal. Da gibt's sogar einen Erfolg für. Was hat er jetzt gemacht? Ah, geil. Hilfe. Danke für den Zerdrück. Das ist echt ein Erfolg. Geil. Na? Also greifen ist nicht so. Nee, das erfordert ein bisschen Übung. Die Hand richtig zu drehen und dann zuzupacken und so. Aber die Spritze brauchst du eh nur, wenn dein Typ anfängt zu bluten, dein Patient. Oben hast du ja so das Blutlevel und dann siehst du so ein Bloodloss. Wenn du ihm halt ein Organ reinsägst, zum Beispiel, dann blutet der halt richtig. Und dann verdeckt er dir langsam. Ja! Ich weiß nicht, ob ich sie in mein Leben anvertrauen würde. Ah, das ist ein Grill. Mitten in das Ding, was da schlägt. Warte mal.
Genau, jetzt blutet er, wie du siehst. So. Den Enemy. Geil, wie sich der Bohrer auch einfach verabschiedet hat. Hey, nimm die Säge da, was bin ich? Ja, ich hab jetzt ein Skalpell. Aber irgendwie komme ich da nicht so schräg rein. Der Ver- oh oh, oh oh. Der verliert Blut. Ich glaube, Siggi ist zustande, den noch schneller zu töten als Dyrus. Ich kann den. Ich wollte mir eigentlich die Spritze da geben, da die hier. Die uns der Magen rumliegt. Nee, nee, das ist ja die. Die, was ich ja aus dem berührt habe. Ich hab's, glaube ich, das dritte Mal geschafft, ihn zu retten. Oder die Transplantation durchzuführen. Würde mich wundern, wenn du es schaffst. Gleich, wann? Ich muss erstmal hier. Ich find's, je länger, je witzig, desto witziger, was Froggen in dem Trailer gesagt hat zu seinem neuen Team, dass er ein Team zusammenstellt, wo er die Weltmeisterschaft mitgewinnen kann. So ist ja noch kein einziges Spiel gewonnen und kriegen jetzt auch wieder aufs Maul. Na, ich schaue dann hier, die kriegen einen Kampf nach dem anderen Spiel und sehr richtig. Mit dem Hammer kommt man besser ans Herz, Leute. Da ist noch die Lunge im Weg. Das wäre jetzt ein Spiel, wo ich schnell ausrasten würde. Geil, Siggi, du hast die Spritze so bewegt, dass sie ihn die ganze Zeit geschützt hat. Ja, Hammer. Siehst du, das kann keiner. Aber verliert trotzdem schon wieder 3 Millimeter. Trotz Adrenalinschock. Naja, ich meine, da steckt ein Skalpell durch die Lunge, ne? Hey, cool. Ja, wegen dem bisschen Metall. Ich glaube, jetzt ist der Siggi einfach auf Mord umgestiegen. Geht nicht. Ich hätte eher eine Nasen-OP als wie alles andere. Ah, warte mal. Nice. Oh, schaut geil aus, die Herzlungenmaschine hast du. Das möchte ich nicht, dass ich. Lässt ihn nur unnötig leiden. So, geschafft. Ich hab. Ich hab daneben gelegt, oder? Ich hab's geschafft! Ach was? Kraft der zwei Herzen, oder was? Hast du ja, erfolgreich ins Leben gebracht, ja. Gratuliere. Einfach reingeschmissen, so. Achievement. Was heißt das? Das ist ein Leiber, oder was? Machst du da, Alter? Hier, kriegt doch einen Hammer von mir. Komm, bau ihm den Radio ein. Sicher auch irgendwie ein Achievement. Verstaue alle alle Geräte im Patienten. Nein, der ist den Dinkel hier zeigen, der Achievement richtig gehört. 10 Minutes and 35. Okay. Du, wenn du nur mal 130 Milliliter drin hast, ich glaube nicht, dass du das nicht überleben kannst. Oh. Ey, ich hab ihm sein neues Herz reingebaut. Jetzt will Mama festmachen oder was? And it was going so well. Das ist das Beste dran. Brutal Murder achieved. Ah, okay. Ich muss Bob retten. Okay.
gehen, meine. Warte. Das ist gut. Wo hast du das letzte Mal deine Uhr verloren eigentlich? Ich weiß nicht, ich hab über den Tisch gegriffen und dann ist meine Uhr weg gewesen. Ach, das brauche ich nicht. Ich glaube echt, das Wichtigste ist, dass der nicht, dass der keinen Blutverlust erleidet. Ja, dann überlebt er. Was ist denn aber da? Spätestens, wenn er die Lunge rausschneidet oder das Herz rausschneidet mit dem Skalpell so, wird der Blutverlust kommen. Geil, ich dachte schon, du machst mit der Tasse jetzt die Rippen kaputt. Ja. Das sieht echt geil aus. Eine Bandtabflasche. Ja. Was willst du jetzt? Die Säge oder das du? Ich weiß auch selber noch nicht so genau. Guck zu und lern. Weißt du, das Tragische ist, alles das, was er jetzt dem Patienten zufügt, hat er im richtigen Leben sich selber schon gemacht. Irgendwelche Unfälle oder. Ach. Krass, der Butcher. Jawoll, erstmal das Sternum zertrümmert. Meine Hand sieht so irgendwie. Seht ihr das, wie die außen? Ah, so, ich kann. Keine Ahnung. Also, hallo. Du kannst doch Fatis machen, ja. Gut. Gut, bist Handwerker, ey. Merk schon, er hat scharfe Fingernägel. Halt, da geht runter. Steuerung muss ich noch ein bisschen. Nein, alter, nicht schon wieder. Schwede. Es ist wieder passiert. Was denn? Allein kriegt so derbe aufs Maul. Ja, jo. Liebe. Da liegt doch auch noch Knochensäge da. Wir schauen nicht, warum hast du die nicht benutzt? Wie kann der ich war denn. Nicht schlecht. Ja? Erstmal den Mittelfinger gezeigt. Ja. Was hast du jetzt? Pilze reingefahren. Xylogene Pilze eingefahren, oder was? Ja. Ich muss nur den also richtigen. Du musst jetzt aufschneiden mit der Schere, oder was? Ja, ich. Geil. Aber ich muss jetzt gucken, welches die richtige Spritze ist. Oh. Oh oh. Das. Bei mir hängt der Stream. Bei mir nicht. Bei mir auch nicht. Ich muss auch vorne anfangen. Was hast du da gemacht? Hast du dir eine Spritze selber gegeben? Ja. Ich sehe da so komische Farben. Kannst die Hand neigen, sie dir. Ja. Ich würde das mit Lenkrad spielen. Ja. Ach, ich hab. Da ist deine Uhr schon wieder los. Ich hab die richtige Spritze gefunden. Oh. Au. Also grünes Gift. Immer merken. Mal ihn ins Gesicht, Sigi. Auf Gesicht rammen. Warte mal. Nett. Ich wollte ins Ohr stecken, den Stief. Der kleine Tief mit der Rühre, den anmalst.
aber nicht. Jetzt hab ich sie. Oh oh, jetzt habe ich was kaputt gemacht. Der verliert gerade 32 Milliliter die Sekunde. Ja, dann war das die falsche Spritze. Oh nein! Aber... Lol, aber wie schnell. Das war ein Blutverdünner, was du gespritzt hast. Und dann hast du sie einfach in den Bauch fallen lassen. Oh, jetzt hab ich den Stiefel auffallen lassen. Jetzt hast du den dazu. Oh Mann! Hast du mal wieder die Höhen in die Spritze gepackt? Du winkst zum Abschied. Oh, sei kreativ, ich krieg ja das scheiß Ding da nicht mehr, warte mal. Nee, das wirst du nicht mehr reden, das liegt da jetzt im Bauch drin. Nein, ich will die Säge. So, Herz transplantiert, da müsst du jetzt überleben. T-Bags, du den mit seinem eigenen Herz, oder weißt du? Du bist so cruel, Sigi. Nein, das schaffe ich jetzt. Jungs, ich gehe off. Schönen Abend euch noch. Gleichfalls. Ja, tschüss. Aber ich will jetzt endlich. Ich weiß warum, warte mal. Back to Menü. Nächstes Spiel wird schnell vorbei sein, glaube ich. Warum? Fnatic gegen SK. Kommt der Stomp Train wieder angefahren. In before okay. SK wins. Jetzt alle Teams nach LA ziehen, ne? Oh ja. Ah, jetzt fühle ich mich schon viel, viel wohler. Weil du eine Maus hast? Nee, weil ich jetzt auf rechts gestellt habe. Ah! Was für eine Schraube, die will ich haben. Lass sie nicht drin, sie. Die krieg ich nicht. Halt, nicht umschmeißen. Nimm den Hammer am besten, sie. Ein Hammer? Nee. Ja. Der Hammer macht die. Also, so habe ich es das erste Mal geschafft mit dem Hammer. Hammer? Ja, der macht die Rippen am besten platt. Weil da kannst du einfach so von links nach rechts rüberwischen. Sigi kann ja nicht von Seiten greifen. Da wird auch nichts rausholen und reinhämmern. Oh, aber er ist nicht schlecht. Er hat's
geschafft, die Silbe zu kriegen. Bin begeistert, Tobi. Ich warte noch auf den Fail. Der Berg. Ja, du sägst nicht die Rippe, sondern du hast die gerade. Ja, da war der Fail. Oh, oh, oh! Muss man den danach nicht mehr wieder zusammensetzen? Nein, der braucht ein neues Herz. Das alte Herz raus und das neue Herz rein ist die Anforderung. Aber du musst ein bisschen weiter außen sehen, sonst kriegst du die Organe später nicht raus. Echt jetzt? Ich muss nur ja, kannst du aber versuchen. Ich muss nur den Lungenflügel hier kriegen. Jetzt kriegt ein neues Herz auf, es sind die ganzen anderen Organe alle raus. Fuck ja, this, fuck that, fuck everything. Dann ist wenigstens mal ordentlich, ne? Alles weg, den Ohren. Oh, Siggi, oh Gott. Da ist es, das Herz. Punkt. Ja, dann kommt er da jetzt dran. Ja, mit der Hand rausreißen. Nein. Ja, das reißt jetzt nicht. Das alte Herz muss auch raus. LOL ist der Typ groß, ey, meine Fresse, ey. Grad! Nee, oder? Jetzt hat... Oh oh. Wie ist dein Fell? Ach, der ist wirklich kraftgroß. Das ist neu. Das kenne ich noch gar nicht. Aber es ist weniger schlimm als nach der Spitze oder Kirchenverdünner. Ja, so ein Blutverdünner mitten rein. Aber jetzt muss er sich langsam sputen, das ist jetzt eng. Ja, ja. Ich hab's raus. Das Herz? Kein Scheiß, Digi. Also, ich hab mal ein paar Kabel gekappt. Was? Die Spatzenwand, ey. Oh, stopp, bitte. Ja. Ja, das auch. Ha 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 ha.
Gott, für jeden Finger einzeln bewegen. Ja. Ja, musst du sogar. Oh, jetzt hab er. Nee. Sauber. Boah, würde ich jetzt lachen, wenn er das alte Herz einfach weghaut. Reindrücken und gut ist, oder? Ja. Eigentlich schon. Rück's rein, Siggi! Ich bin dabei! Oh, der Blutverlust kickt. Gib ihm mal die grüne Spritze, Siggi. Da-da-da-da! Echt, oder? Du hast es geschafft? Ja. Glaub's nicht. Aufs dritte Mal. Sauer. Mit der Faust. Oh Mann. Erstmal Faust machen und draufhauen. Das ist Leben, Jim, aber nicht wie wir es kennen. Nein, voll Star Wars Zitat. Ne, Star Trek. Hammer. Ach, wenn ich schon jetzt eine Herztransplantation hingekriegt hab. Was ist das nächste? Kidney. Niere? Ja. Da musst du ein bisschen mehr rausnehmen. Ja, ja. Da muss der Darm raus, Siggi. Bin dabei. Muss man denn auch absägen, oder was? Würd's mal sagen. So viel du kannst. Gibt's da nicht so eine Spezialmesser oder so? Nennt sich Skalpell. Ach krass, der ist ja ganz anders aufgeschnitten noch. Kannst du einfach mal den Darm versuchen zu greifen? Moment, ich muss die gefährliche Spritze weglegen. Ich würde direkt diese angewinkelte Säge nehmen, die in der Nierenschale liegt. Ich finde den Zeigefinger nicht. Der Zeigefinger ist weh. Nee, A bei mir. Hä? Ja. So, jetzt hab ich's. Ich nehme jetzt mal eine Pizza und dann schaue ich den ganzen Abend um sie zu. Das ist geil. Na. Ja, schneiden die Därme durch. Komm. Ja, komm, Alter, ich wende Kraft an. Ich bin im Phantom! Alter, was reißt du da gerade rum? Am Darm! Ich will den Darm rauskriegen! Kriegt man denn den Darm raus? Mit dem Hammer. Ja, hab ich mir eben auch gerade gedacht. Hast vollkommen recht. Oberster Zipfel und unterster Zipfel abschneiden. Gibt Schlapp, Darm ist ab. Gibt's doch nicht. Oh.
Gegner macht mir irgendwie ein bisschen Angst. Kommt's an, was? Und 17 Milliliter pro Sekunde. Das wird nix. Oh oh. Kommt der Handwerker raus aus dem. Aber mit der feinen Motorik möchte ich nicht wissen, wie es auf der Baustelle hin und her gegangen ist. Ich brauch Tupfer. Also, Sigi, nimm doch einen Hammer. Hab ich doch schon. Ach, guck, da ist der Kackspecht. Hallo. Hallo. Kackspecht. Hallo. Wo war's, der Klopp hier? Meiner Mutter ist. Digi, gib ihm die Spritze, sonst ist er tot. Ey, Kloppy. Achso, die Spezialspritze. Erstmal Wattestäbchen. Ja, die grüne. Zu spät. Ja. Mit dem Bohrer den Damen rausnehmen, ist natürlich auch. Ach, gut, ja. Da ist ein Tod. Er muss seinen Tod beschleunigen. Jag dir doch mal so eine Spritze rein. Nice. Die Tupfer einfach hingeschossen. Jawohl. Ja, ich hab Tupfer gebraucht. War wieder die falsche Spritze. Nee, nee, das ist schon die richtige. Nee, es war wohl doch die falsche. Ja? Ich glaube, ja. Will jemand einen Ara mit? Nein, das war die richtige. Verrückt, ja. Ja, weil ich bin schon wieder. Hört man spielen. Läuft's noch mehr? Ja, ja. Oh, Säge, nimm die Säge. Nein, ich bin. Ich weiß gar nicht, wo ich da. Bist du auch mit Daniel? Ne, ich guck jetzt gleich S-Cake in Fnatic. Jetzt, genau jetzt. Kannst du ja nebeneinander machen. Kann doch nicht sein, dass. dass ich den Darm mit auseinander krieg. Ich da ja, vielleicht musst du die Fuhrwerke kaputt machen und was? Schauen, wo der Darm befestigt ist. Eben. Ach so. Schon wieder. Könnte sein, ich weiß es nicht. Mal probiert einfach. Nein, Quatsch. Wird einfach alles rausräumen und dann. Aber vielleicht musst du die Rippen trotzdem rausmachen, sodass du den Darm packen kannst und rausreißen kannst, weißt du? Da, Digi, die Rippen müssen raus. Okay. Hol die Kettensäge. Restlufthammer, Digi. Aber so vor 20 Minuten sahst du noch ein bisschen behinderter aus, muss ich sagen. Zwischen geht's relativ gut. Das wird noch richtig gut, Alter. Und es war jetzt ein anderer Sound. Geht noch nix. Package spielt Oriana. Kann ja nicht sein.
Nein, jetzt will ich. Nein, Monitor! Geh rüber! Das will ich doch. Och. Das war's. Halt! Ist das die. Das ist doch. Das ist doch da. Was denn? Oh, die Säge. Oh, oh. Adios, muchachos. Das sind ja zwei, die ich ja wechseln soll. Kidneys? Ja. Man hat zwei Nieren. Ja, aber. Du musst sie ja eh nur beide reinschmeißen und beide rauskriegen. Ja, aber. Das siehst du, das kommt ja schon hier. Ja, du musst erst mal am Darm vorbei. Dings rühren hier, Löffel. Sieht aus wie übergroße Kidneybohnen, ne? Bratwürste. Ja, du musst den Darm wohl freischneiden, das hilft nichts. Kann man das mit einem Löffel schwierig vorstellen. Ah, ein Löffel ist in den Morde begangen worden. Lala de Babile. Ja, wenn ich da halt mit dem Messer drin bin, fuchte. Scheiße, Mann. Ist aus. Der Porky gegen Fizz, Kha'Zix, Ahri. Geht's schon Mundo weiter? Nee, wir spielen doch jetzt einen Arm. Ach so. Fragt ihr mich nicht, ob ich mich mache? Haben wir doch. Haben gefragt. Na, ich hab. Hallo? Bin ich hier gerade voll am Operieren? Ja, eben, deswegen dachte ich, du willst dann nicht. Aber wir haben gefragt. Zweimal. Was sagen denn da meine anderen Zuschauer dazu? Wir sind deine anderen Zuschauer. Nee. Und du hast genau. Immerhin habe ich wieder die falschen Masteries genommen. Immerhin. So. Du hast genau vier Zugucker. Ich danke meinen Zuschauern. Bis demnächst. Das geht dann noch weiter. Ich werde